So, hier. Ah ja, genau, das war diese Stelle. Hier hatten wir das Problem. Hier ist erstmal. Orangener Rauch. Das macht der Rauch orange. Ah. Aber die normalen Standardgegner, die sollten jetzt eigentlich gar kein Problem mehr darstellen. Außer ich spiele halt absolut scheiße wie eben bei der Messer-Tussi. Aua! Ah, da ist ja schon der erste Kollege. Ah, nee, doch nicht. Das ist ein Speer, ein Hellebarden, Freund. Ich dachte schon gerade, hier wäre eine. Mit neuen Waffen. Danke für den Hellebarden-Fähigkeiten-Splitter. Den können wir noch gebrauchen. So, da müssen wir erst die Ziste kaputt machen, dass wir da überhaupt hinkommen. Ah, da haben wir aber eine neue Waffe. Ladies and Gentlemen. Wir holen wir uns. Aber ja, doch, wir kriegen Fähigkeiten später. Und dann zeige ich euch den gerade schon mal. Bam. Schildschlag. Und dann holen wir uns wieder die hier. Da kriegen wir jetzt keinen blauen Splitter. Ist aber okay. Ist bei den Gegnern eben nicht garantiert. Ah, stimmt. Das war die Stelle, wo ich später immer durchgerannt bin, weil ich da oben abgekratzt bin. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich da oben abgekratzt bin. Also, als ich es privat gespielt habe, bin ich hier immer durchgerannt, wieder an die Leiter und schnell hoch und bin allem ausgewichen, weil ich hier abgenippelt bin des öfteren Mal. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ah, ja, doch. Speerhannes. Der beste Speerkämpfer auf der Welt. Ihr seht schon, was der für ein Damage drückt, ne? Aber ihr seht auch, wie gut unsere Energie voll geht. Ah, scheiße! Ich habe eigentlich auf ihn zugedrückt, aber zu spät wahrscheinlich. Oh, hier ist wieder der Fahrstuhl zur Hölle. Ich komme gerade gar nicht raus hier aus der Bredouille. Heil dich, Mann. Wir kriegen hier schon wieder die Hellebarden-Fähigkeit. Jetzt muss er aber gleich drauf gehen, ey. Ah, oder ich. Einer von uns beiden geht gleich drauf. Und ich glaube, ich bin's. Oh. Diese Speertypen, die sind echt mies, ey. Also Hellebarden-Typen. Und da ist der nächste. Hellebarden-George, aber das ist, glaube ich, ein leichter. Ja, leicht. Ah, nein! Oh Gott! Hilfe! Ich bin tot. Nee, wo geht's denn hier raus? Ich war hier gerade. Oh Gott. Ja, nice. Nice Fail, ey. Ah, ich habe gerade auch ein bisschen Panik bekommen. Ich wusste nicht mehr, in welche Richtung. Es hat kurz aufgehört. Da bin ich gestorben. Da wäre ich richtig gewesen. Hier in diesem Bereich. Scheiße war's, ne? So, dann machen wir das jetzt auch. Ja, komm. Hack nach mir. Ja, danke. Na, da bin ich geübt drin. Wie gesagt, ich habe es ein paar Mal gemacht. Ey, guck mal. Hat der da hinten dicke Stacheln auf dem Rücken? War das auch ein starker Speerkämpfer? So, eins ist ja mal gut. Der ist jetzt weg. Jetzt haben wir Gesundheitstränke hier an dieser Stelle. Ja, von dieser Seite nicht möglich. Ja, klar. Hi. Ich bin's mal wieder. Ich kriegst du hier direkt deinen Scheiß, deine eigene Medizin. Ja. Ach, jetzt habe ich vergessen, mir seine Hellebarde zu holen. Egal. Erfahrungsbericht eines Bauarbeiters der Hoffnungslosen 1. Esmeralda brachte nicht nur die Alchemie in das Königreich Hermes, sondern auch allerlei interessantes Spielzeug. Etwa das turmhohe Gebilde mitten im tiefsten Bäumemeer, das sie den Lift nennen. Es heißt, man müsse bloß einen eisernen Käfig betreten und würde direkt zu Odurs Zirkuszelt gebracht. Jetzt wird es viel einfacher sein, Herrn Odurs Darbietung beizuwohnen. Ah, okay. Ah,
Das ist dieser Lift. Der Luft. Das ist kein Getränk. Jetzt haben wir ein bisschen die Erklärung zum Lift, zum ersten Boss, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo man Odo das Tagebuch bekommt. Muss man da nochmal gegen Odo kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Das kann nämlich sein. Das war, dass das Ziel der Mission quasi in den Aufzug zu gehen ist. Bin mir nicht mehr sicher. Zu lange her. Ob das jetzt schon... Weil wir müssen auf jeden Fall nochmal gegen den kämpfen. Das kann ich jetzt vorne wegnehmen, damit er versteht, warum ich das denke. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon der Fall ist. Komm, da holen wir hier der Geweih-Typen hier nochmal ein bisschen Rosmarin. Oh, nice. Ah, und hier kam der erste... Hier war damals der erste Speerfight, ne? Also gegen den heftigen Speermann. Und da unten ist eine Ziste. Und die müssen wir wegmachen. Aber wir können erstmal noch hier oben lang gehen, oder? Würde ich schon sagen. Gucken, was hier noch so Schönes gibt. An Gegnern. Ich glaube, das habe ich damals... Ah, da geht's runter. Das ist ein Shortcut. Da geht's runter zu unserem Start, oder? Nee, nicht zum Start direkt, aber hier zum Aufzug. Warte mal, da hinten ist da der Weg, den ich jetzt blockiert. Ah ja, genau. Ja, hier zu der geisteskranken Tante geht. Okay, aber hier haben wir schon mal einen Shortcut gelegt. Ah, hier kamen wir doch eigentlich her, oder? Ja, nee. Nee, da sind wir eben lang gegangen. Okay. Also den Weg haben wir jetzt komplett gespart. Jetzt können wir dann direkt hier hingehen und... Ich würde es ja mal interessieren, ob da jetzt Odor kommt, weil ich glaube nicht. Ich glaube, sein Tagebuch findet man doch woanders, aber ich bin mir nicht sicher. Man sollte es vielleicht einfach mal gucken. Ach ja, ich kann mich dran erinnern. Ja, doch, ich kann mich hier dran erinnern. Oh ja, ein Doppelschwert-User. Ich glaube, das ist auch ein heftiger. Wohl. Bin mir nicht sicher. Doch, ne? Ja, doch. Aber unsere Hellebarde macht eben auch guten Damage jetzt. Ich dachte, ich hätte mich geheilt. Einer der großen Fehler zu denken, ne? So, Schlüssel zum Markt des Bäumemeers. Ah, okay. Also wir mussten den auch killen. Um den Schlüssel zu bekommen. Ich heile mich trotzdem lieber mal. Klettern, okay. Also klettern heißt auch, dass wir wieder hochkommen. Ach, es ist die Frage. Es gibt so viele Wege, ey. Ich hasse übrigens diese Typen hier mit dem Schild, ne? Die sind äußerst nervig. Obwohl, jetzt geht's gerade. Ja, letztens hatte ich ein paar Probleme mit denen. Aber nicht unbedingt hier. Okay, jetzt gibt's nochmal so viele Wege, ne? Und keiner führt nach Rom. Scheiße. Ah, Esmeralda. Kommen wir auch nicht zu Esmeralda. Und hier ist auch dicht dieses Mal. Okay, also diese Wege sind auch abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier noch runtergehen und dort hinten runter, wo wir eben waren. Ah, es gibt... Wir können... Ja, ah, okay. Ich glaube, hier können wir auch einen Shortcut frei machen. Da unten ist aber die... Ja, das ist ein Thron. Ah, da oben ist noch was. Wie komme ich denn da hin? Ah, das wird wahrscheinlich von der anderen Seite da hoch. Oh, ja, 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 ja. Ist das hier der Anfang? Ja, das ist der Anfang, oder? Alter, das Doppelschwert ist ja auch krass. Aber ich bin auch fast tot gleich. Ne, das ist nicht der Anfang. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Kriegsgebiet. Ich habe eine gute Idee. Und zwar, dass wir uns vielleicht doch mal hier kurz dran setzen, ne? Wo geht's denn hier lang?
Das ist nochmal ein Weg. Ach du Scheiße, ey. Kein Wunder, dass ich nicht alle Dokumente gefunden habe. Hier gibt es ja überall Dokumente. Und nochmal Arznei. Thymian. Sehr schön. Also, ich glaube, ich werde mich jetzt zuerst mal kurz an den... an hier unseren Stuhl setzen. Also zumindest mal auf jeden Fall mal entzünden, dass wir die Position gesaved haben. Und dann... solchen Waffe auf... upgraden. Nochmal mehr Schaden. Sehr schön. Und nochmal upgraden. Alter. Wenn wir jetzt zweimal hintereinander Viereck drücken, dann machen wir eine andere Attacke. Oder das war ja hier diese neue Aktion, ne? Ja, hier kommt erst anderes Zeug dazu. Genau. Achso, nee, mehr war da nicht. Tränke. Können wir aufwerten? Ja. Und ich glaube, wir holen jetzt tatsächlich den Zutatenplatz dazu. Weil wir ja genug Zutaten jetzt haben. Tränke, genau, herstellen. Was haben wir, was geben, Fenchel gibt Gesundheitsregeneration von 46 und hier haben wir Gesundheitsregeneration von 69. Das wäre halt schon mal viel besser. Hier können wir dann auch noch den erlittenen Schaden 30 Sekunden lang 2% reduzieren. Energieregeneration 30 Sekunden lang 3% reduzieren. 30 Sekunden lang um 4% verursachter Schaden. Oh. Nachdem wir uns heilen, ne? Den holen wir mit dem Basilikum und Fenchel tauschen wir aus gegen Salbei. Weil Salbei bessere Heilungswirkung hat. Ja. Ja, und 30 Sekunden lang machen wir erhöhten Schaden um 40%. Finde ich knorke. Finde ich okay. Gut. Aber es gilt halt nur, wenn man sich geheilt hat, ne? Das kriegt man. Also man muss den Trank dann auch ziehen. Ich war letztens verwundert. Weil da ging es drum. Auch, dass ich insgesamt mehr Leben habe. Und dachte, warum habe ich denn nicht mehr Leben? Ja, weil ich den Trank gar nicht geholt habe, ich Idiot. Deswegen hatte ich nicht mehr Leben. Ich dachte, das wäre dann permanent irgendwie. Ich hatte das irgendwie im falschen... falsch... war nicht ganz so fit im Kopf anscheinend in dem Moment. Falsch wahrgenommen. Ah, da ist diese kaputte Leiter. Die ja in dieser Welt jetzt noch nicht komplett ist, ne? Weil wir sie ja noch nicht repariert haben. Alter, aber wo führt mich das Ganze hier hin? Auf jeden Fall war hier noch Zeug zu holen, das ich auch gerne holen würde. Da konnten wir ja auch noch lang. Mann, oh Mann, es gibt so 2588 Wege hier oder so gefühlt. Und wir wollen auf jeden Fall... alle bis auf einen finden oder so. Oh yeah, oh yeah. Da war ja alles dicht, genau, da konnten wir nicht hin. Wir konnten halt noch... warte mal, können wir hier hin? Da hinten? Ja, das ist die kaputte Leiter. Aber da können wir, glaube ich, nicht hin, oder? Doch, hier rum. Hier. Das heißt, wir hätten jetzt dann hier auch wieder mal einen Shortcut freigelegt. Ey, da unten ist ja noch was Grünes. Ach so, das ist aber auch noch, da waren wir ja auch noch nicht, ne? Das ist ja auch auf einer Mitteletage. Das ist, glaube ich, die, wenn wir da hinten runtergehen. Wenn wir da runtergehen. Glaube ich mal. Ich weiß auch nicht, ob ich das bei mir diesen Weg gegangen bin. Und dann haben wir ja immer noch das Teil, wo wir runterspringen können, wo wir eben auch noch nicht gemacht haben, ne? Oh. Ja, bei dem war das. Da haben wir das Grüne gesehen. Und ich glaube, das ist auch das grüne Teil, das wir durch die Decke sah sehen. Ja, genau. Geschichten über Volkstränke 04. Rosmarin, Fenchel, Nelken, Zimt etc. sind allesamt medizinische Zutaten, die Blutzirkulation fördern und die Heilung jener beschleunigen können, die besonders schwer erkrankt sind. Da sehen wir die Einordnung von den verschiedenen. Es gibt quasi drei Einordnungen. Die eine sind, glaube ich, oder vier. Ich
weiß es nicht genau, die eine machen was gegen Hitze, die eine sind so und die anderen so und diese Einordnung, da haben wir jetzt gesehen, diese Zutaten, wie die eingeordnet werden. So, und da können wir noch runter, da waren wir ja auch noch nicht, genau. Und ich glaube, das hatte ich bei mir auch tatsächlich gar nicht, das hier. So genau habe ich mich in der Nebenmission hier nicht umgeguckt. Bäume mehr. Bericht über ein seltsames Ereignis. XXXX. Damals sammelte ich gerade mit anderen Forschern Proben der riesigen Bäume. Wir fühlten eine gewaltige Energiequelle. Dann verwandelte sich der Wald vollständig. Plötzlich zog ein dichter Nebel auf. Merkwürdige ballonförmige Zysten wuchsen an den Bäumen. Wir mussten unser eigentliches Vorhaben abkürzen, da sich Einheimische und Mitglieder des Forschungstrupps auf einmal unwohl fühlten. Okay. Na, da haben wir nochmal was gefunden. Das habe ich auch auf jeden Fall nicht gelesen. Diesen Text. Nice. Jetzt könnten wir ja natürlich schnell nochmal hier runterspringen. Allerdings haben wir ja da unten an unserem Spawnpunkt auch noch einen Weg. Ah, jetzt, es gibt noch zwei Wege, wo wir laufen. Also drei. Den am Stuhl, wo wir die Tür geöffnet haben, dort hinten lang. Und das hier ist nur ein Shortcut zum Startgebiet, oder? Nee. Warte mal. Wo sind wir denn hier? Oh! Mich aber kalt erwischt. Aber das ist der Kollege mit unserer Waffe. Mit meiner Lieblingswaffe, mit dem Großschwert. Mit unserer Lieblingszeuchenwaffe. Mit meiner. Und das holen wir uns jetzt direkt mal einmal. Weil ich euch das gerne vorführen würde. Ihr könnt nämlich einen Gegner auf den Boden schmeißen und dann könnt ihr ihn schön bearbeiten eine Zeit lang. Das ist einfach pornös. Ich habe wieder mal den Sprung nicht geschafft. Aua! Ach ne, hat mich gleich getroffen. Ich schreibe trotzdem Aua. Zack, Alchemieverstärker, danke. Haben wir das Großschwert jetzt zweimal nur bekommen, ne? Das blaue. Die blauen Kugeln. Das ist schade. Ich hätte es gerne schon verwendet. Das ist echt super. Ich liebe es. We'll be right back.